38 von 75 Line. Ja, 38 hört. Ja, ich hätte versucht, einen Raubüberfall auf eine Tankstelle für euch. Das Ganze wäre in Laatzen, die dortige Aral-Tankstelle. Da sind zweimal männlich mit Messer bewaffnet auf den Kassierer losgegangen sein. Ja, alles klar, dann fahren wir da auf direkten Wege hin. Ja, aufgenommen. Sie sind die Männer für die besonders schweren Fälle. Einsatz für die Kommissare Tim Ratascheck und Erik Heiden vom Kriminaldauerdienst Hannover. Da stand ein Schild Tankstelleneinfahrt. Ja, ist er jetzt. So, der tankt schon. Ah, ja, jawohl. Na, sister. Die Täter hatten Sturmhauben auf, konnten flüchten. Für die Kommissare heißt es jetzt, Spuren sichern und Zeugen befragen. Schönen guten Tag. Kriminalpolizei. Hi. So. Hallo. Das ist die junge Frau des Vertrauens. Das ist die Chefin, das ist der Tankwart, dem das Ganze. Alles klar. Chefin kommt gleich, löst sie einmal ab. Okay. Ich würde mir ganz gerne mal kurz unterhalten. Die kamen hier reingelaufen. Dann haben die gesagt, ich soll die Kasse aufmachen und mir das Geld geben. Oder denen das Geld geben. Und dann meinte ich so, nee, das kann ich nicht machen. Und dann habe ich die auf die Kameras hingewiesen. Und ja, dann meinte er wirklich, ich brauche das Geld, sonst wäre ich selber abgestochen. Und dann meinte ich zu denen, ich kann das wirklich nicht machen. Und dann habe ich den angeboten, entweder sie bleiben hier, ziehen das durch oder gehen. Und dann sind sie gegangen. Videokameras haben den versuchten Raubüberfall aufgezeichnet. Wichtige Beweismittel für die Kripo. Das war, ist das in der Realzeit? Ja, bis auf 3 Minuten. Okay, ja, da kommen sie. Hallo, guten Tag, Geld her. Also die diskutieren, ne? Ja. Er hat auch ein Messer da. Ja, ja, beide, ne? Beide. Beide, genau. Und jetzt gehen sie wieder weg? Ja, er hat gesagt, er macht die Kasse nicht auf. Mit Worten in die Flucht geschlagen. Das hätte auch anders ausgehen können. Im Grunde genommen hat er Glück gehabt. Man weiß ja nie, wie die ticken und was dann passieren kann. Ne? Um den Tätern auf die Spur zu kommen, braucht Tim Ratascheck noch mehr Informationen. 21:10 Uhr. Du bist hier Zeuge in einem Strafverfahren, eben als Opfer von diesem Raubüberfall, ja, von diesem Versuchten, von diesen Profis. Hab gesehen, du warst da relativ entspannt und locker. Das war. Na, man hat das gesehen, dass sie das nicht durchziehen wollten. Wie sah der erste Täter aus? Wie sah der andere aus? Fragezeichen, neue Zeile, Antwort, Doppelpunkt, neue Zeile. Also woran ich mich erinnern kann, ist halt, dass der recht etwas größer war als ich. Trug eine Maske mit ziemlich großem Augenausschnitt, sag ich mal. Achso, also so Skimasken oder was war das für Motorradmasken? Ich habe keine Ahnung, das war, also ich habe mehr auf den größeren geachtet. Genau. Hatten die einzelne Augen oder zusammen genau. Augen oder so eine einzelne Augen? Also einzelne Augen. Genau. Mhm. Wer hatte denn welche Messer wo in der Hand oder was haben die damit gemacht? Ja, er hatte das Messer, bin ich der Meinung, dass er das in der linken Hand getragen hat. Mhm. Und dann Klinge so, Griff war wirklich... In der Hand. Genau, und hatte hier vorne so eine, wie so eine Rundung zum Schutz der Hand. Falls man okay. Der hat ja irgendwie jetzt gesagt, hier, gib mir dein Geld oder wir wollen dein Geld, mach mal die Kasse auf. War das ein Deutsch? War das mit ja, das Akzent? War das mit irgendwas? Also reines, pures Hochdeutsch. Ja, würde ich sagen. Und die hatten nicht dieses, wenn man reinkommt, man schreit einen an, man will dieses Geld haben, sondern er hat sich angefühlt, als wenn die fragen würden. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Dass die vielleicht jetzt nicht die geübten Räuber sind. Ich denke, das kam sehr deutlich zum Vorschein, wenn man das eben hört, wie die sich verhalten haben. Da wollen wir hoffen, dass sie es jetzt auch bei dem Schreck sein lassen und es nicht nochmal versuchen. Nicht, dass wir dann nächste Woche noch 3 Versuche haben und irgendwann sind sie Profis und dann haben wir ein richtiges Problem. Raub, Mord oder Totschlag? Wenn Albträume Realität werden, kommt der Kriminaldauerdienst, kurz KDD. Jeden Tag bearbeiten die Beamten rund 20 Fälle. Der Kriminaldauerdienst ist im Prinzip die Feuerwehr der Kriminalpolizei. Das bedeutet, dass wir für die Aufnahme aller Delikte zuständig sind, die in den Bereich der Kriminalpolizei halt fallen. Spurensuche, Tatortarbeit, Tatortaufnahme, das ist unser Hauptgeschäft. Hannover, gut 535.000 Einwohner. Pro Tag werden hier rund 100 Straftaten gemeldet. Was haben wir da jetzt? Eine Wasserleiche, oder? Na, weiß man nicht. Mal gucken. Also es kann sein, dass im Wasser gelegen hat. Kann auch sein, dass er umgefallen ist. Auf jeden Fall liegt irgendjemand in einem Gebüsch. Und ein Paddler, der bei dem schönen Wetter paddelt mit seinem Paddelboot, hat eben im Gebüsch
eine Leiche liegen sehen oder einen menschlichen Körper und es bestätigt jetzt vom ESD, es ist eine Leiche. Okay. Feuerwehr ist auch vor Ort, die zergelt den gerade so ein bisschen an Land oder aus dem Gebüsch raus. Mhm. Dass wir einfach mal gucken können. Okay. Und ja, es wird halt jemand vermisst, im Bereich Kolding hinten. Da hat man wohl ein Auto gefunden. Okay. Da sind sie, wollen wir hinfahren. Da ist das Boot. Das siehst du, abgesperrt ist auch. So, Feuerwehrmann. Husch, husch, lass uns durch. Die Hintergründe von Todesfällen zu klären. Eine der Hauptaufgaben des KDD. Danke. 5 Leichen am Tag. Für die Kripo keine Seltenheit. Ach, du machst Leichen, schau dann, ne? Dann nehme ich auf. Oder auf. Ja. Professionelle Distanz gehört deshalb dazu. Da oder da? Wo liegt denn der junge Mensch des Vertrauens? Die Anlegestelle ist linksseitig von uns. Alles klar. Dankeschön. Die Beamten haben schon einen Verdacht, um wen es sich bei dem Toten handeln könnte. Seit 4 Wochen wird ein 56-jähriger Mann vermisst. Er hatte einen Abschiedsbrief hinterlassen. Hier ist keiner. Doch, da unten. Tag. Entdeckt wurde der leblose Körper von einem Kanufahrer. Er wird schon befragt. Ein Freund von mir sagt, Mensch, Kai, ist das eine Wasserleiche neben dir? Ich dachte, das ist ein Witz und das war wohl eine. Das fällt ja nicht so doll auf, wenn sie eine Woche im Wasser liegt oder ich weiß nicht wie lange. Also das ist ja schon übel aus. Für Erik Heiden Routine. Seit fast 6 Jahren ist er beim KDD. Knapp 600 Leichen hat er in der Zeit gesehen. So, du hast den Kanufahrer, ja? Genau, der hat das gemeldet. Und die waren sich am Anfang nicht sicher, ob es eine Puppe ist oder dann sind sie ein bisschen näher rangefahren. Dann haben sie für sich gesagt, okay, das wird wohl ein Mensch sein, haben sich aber nicht getraut, ihn halt anzufassen. Okay. Ne? Daraufhin hat der dann 110 gewählt. Okay, und die bringen ihn jetzt aber hierher, den Leichnam, genau, ne? Die bringen ihn jetzt hier hin. Okay. Und könnt ihr euch um ihn kümmern. Hallo! Gehen Sie noch mal bitte um, fahren Sie bitte in die Richtung, ist momentan gesperrt hier. Die Feuerwehr zieht den Leichnam mit einem Netz an Land. Der Tote scheint über einen längeren Zeitraum im Wasser gelegen zu haben. Das erschwert die Bergung. So. Da rüberziehen, ja, das wäre besser. Das, können wir im Wasser drehen irgendwie, dass wir den, das Seil ja, das das runterkriegen irgendwie? Komm her, komm. Ja, ist die Strömung so doll, den haben wir nicht gewickelt. So, Hosenbund habe ich. Okay. Mit einem sogenannten Einreißhaken wollen die Feuerwehrleute die Leiche anheben. Okay. Wir versuchen mit dem langen Ding hier, ihr haltet den fest und ich versuche den mal um ihn drum herum zu drehen. Also den kriegst du so nicht gegriffen, der löst sich auf. Ja. Dann flutscht der weg. Das ist halt das Problem ist immer eben die Leichen dann zu bergen aus dem Wasser. Das Wasser löst sie halt an, löst die Oberhaut ab. Und wenn man eben das anfassen will, ist es sehr flutschig. Das heißt, man kann nicht richtig zufassen. Und wenn ich ihn zufasse, dann besteht jetzt die Gefahr, dass der Leichnam halt im Wasser völlig versinkt. Und dann brauchen wir wieder Taucher, um ihn überhaupt erstmal wieder aufheben zu können. Also das versuchen wir jetzt zu vermeiden. Und die Feuerwehr ist da ziemlich aktiv jetzt und versucht ihn mal so rauszubekommen mit Hilfe des Netzes. Das Bein hängt hier drunter. Kein Job für sensible Gemüter. Jeder, der geruchsempfindlich ist, sollte jetzt einen Meter zurückgehen. Halt mal hier fest. Wasser bindet Geruch, jetzt kommt er frei. Hat einer Desinfektionsmittel? Auch erfahrene Einsatzkräfte stoßen dabei an ihre Grenzen. Der muss nicht ganz hoch, lass den auf dem Rost. Lass ihn da liegen. Lass den liegen. Der Bestatter kommt, der hat eine vernünftige Trage. Dann tragen wir den, legen wir ihn auf die Trage und dann kann er ihn hochschleppen. Ja. Ja, wenn er nicht, wenn wieder, er reinfällt, nicht wieder reinfällt. Ist gut. Nee, der liegt unten drauf. Ja, deswegen, da liegt er erstmal gut. Müssen wir gucken. Also in der Liegezeit ist es einfach unmöglich, irgendwas hier vor Ort zu erkennen. Wir haben eben die Wachshautbildung, das ist ganz klar, eben mit dem Wasser. Das ist so, dass eben das Körperfett nach außen tritt, ausgeschwemmt wird und sich eben ablagert. Da kann man jetzt so großartig eben nichts erkennen, ob jetzt Gewalt gegen den Körper passiert oder nicht. Das muss letztendlich jetzt in der Rechtsmedizin passieren, bei der Obduktion am morgigen Tag. Währenddessen haben Polizisten am Ufer nach Habseligkeiten des Verstorbenen gesucht. Von der vermissten Person wissen sie, sie hatte das Haus mit einer orangenen Jacke verlassen. Wir sind noch mal ein bisschen weiter abwärts gefahren, flussabwärts, ob da noch irgendwas liegt oder aber so. Aber so eine orangefarbene Jacke hängt da nirgendwo, ne? Gar nichts. Also wir haben keine weitere Jacke gefunden, wir haben nichts anderes, keinen Rucksack, gar nichts.
blaue Adidas, sind das Adidas-Schuhe? Erik, das passt. Also trotz des aufgeschwommenen Gesichtes passt das komplett mit dem Bild. Der Tote trug einen Ausweis bei sich. So, haben wir den jungen Mann. Aber das ist genau der, der auch in der vermissten Sache war. Und Größe, ich glaube auch. Bekleidung, passt auch. Passt auch. Augenfarbe, meine ich, hat er auch blau. Der Verdacht hat sich bestätigt. Macht mir nicht kaputt. Super, genau. Nee, passt. So, ne, und dann können wir vernünftig hochzergeln. Die Kommissare vermuten einen Suizid. Doch da auch ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden kann, muss der Leichnam in der Rechtsmedizin obduziert werden. Ja, dann fahren wir jetzt zu der Verlobten, so hieß es dann, ne? Genau. Da hat er auch einen Abschiedsbrief hinterlassen. Ja, ist so gut. Und dann müssen wir ihr die Nachricht mal überbringen. Boah, ist auch schon ziemlich sicher, dass er das ist, ne? Ja, definitiv. Ich glaube, davon können wir ausgehen. Die Gespräche mit Angehörigen. Auch nach vielen Berufsjahren kein leichter Gang. Denn dann wird aus einem Fall ein Schicksal. Ich mache das immer so, man versucht irgendwie erstmal in die Wohnung zu kommen, dass man vielleicht auch schafft, dass die Leute sich hinsetzen können. Und dann muss man aber auch sofort raus mit der Sprache. Also lange da um heißen Brei reden, bringt da keinen vorwärts, sondern dann muss man kurz und knapp sagen, es tut mir leid, ich muss Ihnen leider mitteilen, der oder diejenige ist verstorben, er ist tot. Und dann muss man halt auch mal schweigsam sein und auch mal einige Minuten einfach dann nichts sagen können. Weil man muss dann auch erstmal gucken, wie derjenige reagiert. Und da gibt es Reaktionen von bis. Man muss da auf alles Mögliche gefasst sein. Halt finden sie nach schwierigen Einsätzen im Team. Na, wenn du das Eisen mit nach Hause nimmst, dann hast du verloren. Ne? Dann machst du das nicht lange mit. Man stupst schon ganz schön ab, ne? Irgendwie. Was das angeht. Ne? Aber das ist ja die Frage, ob es Abstumpfen ist oder ob es Relativieren ist auf wirkliche, aufs Wesentliche. Das Objektive, ne? Das, die arbeitliche Distanz, die hast du dann. Ne? Wenn man das Feedback mal kriegt von außen, du veränderst dich ein bisschen, dass man wirklich mal guckt, will ich das auch so? Ne? Und gehe ich da mit den Weg oder trennen sich hier auch mal die Wege von meinen Aufgaben, die ich habe, weil ich mich verändere, wie ich es vielleicht nicht möchte. Ne? Ich hatte in meinem Praktikum vor knapp 2 Jahren eine Angehörigenbenachrichtigung. Da saß ich daneben, da mussten wir einer Mutter sagen, dass ihr Sohn sich umgebracht hat. Und da saß ich noch daneben und musste fast selber mitweinen, weil mir das echt nahe gegangen ist. Aber wenn man dann hierher kommt und sowas nahezu täglich hat, oder na, täglich ist übertrieben, aber öfter mal hat, man gewöhnt sich tatsächlich dran. Wenn man sich dann überlegt, man ist 12 Jahre hier, hat so und so viel Dienste im Jahr und hat eigentlich normalerweise jeden Dienst oder alle 2 Dienste oder wie auch immer eine Leiche. Dann kann man sich zusammenrechnen, wie viel Leichen man am Ende hat nach 12 Jahren und kann dann am Ende sagen, ich kann mich mit Sicherheit nicht mehr an alle Leichen erinnern und man stumpft dann ab. Und das ist eben diese Mauer, die jeder, denke ich, hier für sich irgendwo errichtet hat, eine professionelle Distanz, wie immer man das nennen möchte, diese Mauer, was bis dahin geht es. Und ab und zu eben bei Tobi sind es Kinder, bei mir mit Sicherheit auch, weil ich eben kleine Kinder habe, was eben diese Mauer nochmal durchbricht, was auch rüberschwappt im Endeffekt. Aber größtenteils hält der Damm. Eine weitere Herausforderung? Nie zu wissen, was sie erwartet. Wenn sie aufbrechen, erfahren sie nur ein paar Stichworte. Wir fahren zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Das heißt, jemand hat seine Terrassentür angeschaut und hat gemerkt, dass da Hebelmarken sind. Dass also irgendjemand mit einem Werkzeug versucht hat, die Terrassentür aufzubrechen. Der Tatort liegt in Bodfeld, bei Einbrechern beliebt. Die Einfamilienhäuser versprechen fette Beute, die nahegelegene Autobahn schnelle Flucht. Ein aufmerksamer Nachbar hat dir gemeldet, dass hinten ihre Pforte offen ist. Die siehst du jetzt gerade nicht. Okay. Und aufgrund dessen dann nochmal Nachschau gehalten und dann festgestellt, diverse Hebelspuren unten und eine Türzarge dran. Alles klar, gut, dann schauen wir uns das an. Der Täter hatte es über die Terrasse versucht. Wann war denn die Tür noch in Ordnung? Wann haben Sie das gemerkt? Heute Morgen nicht, gestern habe ich aufgehört. Und da ist auch nichts aufgefallen? So nein. Okay, und dann heute eben durch den Nachbarn, der sagt, Mensch, hinten ist die Tür offen? Ja, oder? Der hatte das, seinen Müll weggebracht hinten, den Biomüll, und dann sagte ich, ja, da sind Einbruchsspuren. Und da habe ich gedacht, na gut, weil ich das vor 2 Jahren schon mal hatte. Ja, klar. Diesmal war sie nicht zu Hause, damals allerdings schon. Beim letzten Mal habe ich Glück gehabt, dass sie
Ich kam nach Hause und die waren gerade reingekommen, zur Sekunde. Und dann? Wir sind weggelaufen. Also da hatte auch mein aufmerksamer Nachbar, muss ich wirklich sagen, die hat mir gesagt, da hat eben irgendwas geknallt. Ich sag, ich habe nichts gehört. Und die saßen aber wohl im Wohnzimmer. Und ich war mal früher zu Hause als sonst. Und ich komme rein und wundere mich, dass die Wohnzimmertür aufsteht, weil ich die eigentlich nie öffne. Ich gehe mal hier durch die Küche. Ich setze die Tür auf, stelle meine Tasche in die Küche, mache hier das Licht an. Ich denke, ich glaub's nicht. Steht diese schwere Tür, das ist eine Dreifachverglasung, die wiegt ja ein bisschen was, stand hier am Schrank. Heute aber war die Tür stärker als die Einbrecher. Hier auch, also richtig auch verbogen, die Laufschiene, ne, von der Jalousie. Oh ja. Ne, also hier haben sie richtig. Oh, das ist doch super hier. Die machen mal die Form mich dann ab. Ja, hier kann man wunderschön diese Hebelmarken erkennen an der Terrassentür, an der unteren Zarge. Da hat der Täter, so von der Breite her, passt das gut zu einem Schlitzschraubendreher angesetzt, um die Tür halt aufzukriegen. Selbst wenn nichts gestohlen wurde, geht es darum, Beweise zu sichern. Von den Riefen und Kratzern im Türrahmen wollen die Kriminalisten Abdrücke nehmen. Das tragen wir hier mit so einem Gerät aus. Das kennt manch einer vielleicht von seinem Zahnarzt. Haben wir uns quasi von da abgeguckt. Und diesen Silikonabdruck kann man dann unter dem Mikroskop dann mit einem Schraubendreher, den man dann beim Täter zum Beispiel findet, dann vergleichen und so einen Tatort oder eine Spur dann direkt zu einem Täter dann zuordnen bzw. zu dem Werkzeug. Ähnlich wie ein Fingerabdruck hinterlässt jeder Schraubendreher ein ganz individuelles Muster. Und was beim Fingerabdruck das Stempelkissen ist, ist hier das Silikon. Hier sind quasi diese Doppelabdruck von da unten und hier nochmal ein einzelner. Sehr schön. Der versuchte Einbruch hat aber nicht nur an der Terrassentür Spuren hinterlassen. Und dann hat es eben teilweise auch Auswirkungen, dass man nachts nicht mehr schläft, ne? Jede Nacht hochschreckt, wenn der Igel da durch den Garten läuft. Das ist teilweise bis dahingehend, dass eben auch prozentual ein großer Anteil auch dann einfach umzieht, ja, weil man sich nicht mehr sicher fühlt. Ne? In so einem eigenen Haus wird es immer schwer, da muss man es verkaufen. Ne? Das ist halt, das ist schon belastend. Vor über 30 Jahren ist bei mir schon mal eingebrochen worden. Und da haben die alles durchgewühlt. Das sah aus wie nach einem Bombenangriff, also schlimm. Und dann natürlich auch etliches gestohlen, aber das finde ich, das ist nicht so schlimm, sondern dieses Gefühl, ich habe meine ganze Wäsche alles raus, alles gewaschen und alles geputzt wie verrückt. Weil dieses Gefühl, das hat jemand Fremdes in der Hand gehabt, fand ich ganz schrecklich. Insgesamt sind die Straftaten in Hannover zurückgegangen, nicht aber die Tötungsdelikte. Bei fast jedem zweiten Fall stach der Täter mit einem Messer zu. Wir fahren jetzt ins Steintorviertel hier in Hannover. Dort soll eine Person niedergestochen worden sein im Bereich Gesäß und Oberschenkel. Und dann müssen wir mal abklären, ob das in Richtung gefährliche Körperverletzung geht oder bleibt oder sogar zum versuchten Tötungsdelikt wird. Der Person soll es soweit gut gehen. Aber so im Bereich des Oberschenkels laufen natürlich große und wichtige Blutgefäße lang, sodass, wenn man da das Falsche trifft, dann kann so ein Mensch auch binnen Minuten verbluten. Das macht die ganze Sache natürlich heikel. Und das schauen wir uns jetzt mal vor Ort dann direkt an. Als sie eintreffen, ist das Opfer bereits im Krankenhaus, der Täter auf der Flucht. Hallo. Hallo. Kribus da. Hallo. Wer von Ihnen spricht Deutsch? Alle? Soweit verständlich? Ja, man muss ja fragen. Ja. Alles klar, das ist gut. So, wer hat denn jetzt den Täter gesehen? Wer ist denn hier der Barkeeper? Ich kann nicht gut Deutsch, aber ich habe gemacht so. Ja, okay, das war's. Manche machen mit Messer, ich alleine machen so. So. Ja. Fragen so. Fragen. Okay. Er hat gesessen? Ja, hier, das. Okay. So gesessen und der kommt von hinten? Ja, das. Haben Sie gesehen? Von der Tür? Ja. Okay, und dann hat er was gemacht? Nein, das hier gucken. Ja. Und der das kommt von hinten? Das kommen nur so. Ja. Und dann machen. Okay, wo hat er gemacht? Wie? Haben Sie gesehen? So, tschick, oder? Nein, alles. Hier mal. Nur kein okay. Problem, oder? Okay. Noch bleiben viele Fragen. Antworten liefern möglicherweise die Blutspritzer auf dem Boden.
gucken wir jetzt einfach quasi, sag mal, den unmittelbaren Tatort an. Also hier soll das ja passiert sein. Das Opfer hat hier gesessen. Der Täter kam dann von hinten und hat auf das Opfer eingestochen. Ich gucke nochmal, ob ich hier Blut finde oder irgendwelche anderen Sachen, die für uns tatrelevant oder verfahrensrelevant sein können. Erik Heiden ist auch ausgebildeter Kriminaltechniker. Um sicherzugehen, dass das Blut auch vom Opfer stammt, entnimmt er eine Probe. Aus dem Krankenhaus kommen währenddessen gute Nachrichten. Okay. Tim, hier. Ja. Sven hat gerade Bilder geschickt. Ah, okay. Aus dem Krankenhaus, vom Stich. Ja, das ist ja nichts. Siehst das du, genau, Oberschenkel, ne? Oberschenkel. Aber das scheint ja dann wirklich gar nichts. Minimal. Genau, das scheint ja nur klein. Es handelt sich um eine Körperverletzung, eine schwere und gefährliche Körperverletzung mit Messer. Eine schwere nicht, weil eben die Verletzung nicht so gravierend ist, sodass eben vom Tötungsgedanken nicht ausgegangen werden kann im Moment. Und objektiv haben wir einen verletzten Körper, die Körperverletzung aber kein Tötungsdelikt. Und die Körperverletzung wird von den Einsatzbeamten abgearbeitet und bearbeitet und eben Tötungsdelikt von uns. Da ist die Grenze, kein Tötungsdelikt, kein Kriminaldauerdienst. Zu harmlos für den KDD. Für die beiden Kommissare gibt es genug zu tun. KDD-Nächte sind kurz. KDD, hallo. Wohnung oder ist es ein Haus? Das sieht fast so aus, okay. Terrassentür steht offen, war vorher nicht so, Hebelmarken minus und alles durchspült. Und diverser Schmuck. Alles klar, dann schicke ich den dahin. Super. Jo. Tschüss. Zwar gab es in Hannover im vergangenen Jahr deutlich weniger Einbrüche, dennoch sind es im Schnitt immer noch 6 pro Tag. Das ist alles? Ja. Hallo. Guten Tag. Sie, Herr das eingebrochen wurde? Oben wurde eingebrochen, unten wohnen wir. Oben wohnt meine Schwester. Okay. Schmuck. Ist viel weggekommen, wie sie mir das gerade gesagt hat. Okay. Und da ist eine Leiter hinten. Ja. Hinten ist eine Leiter, halt, da kann man direkt auf die Terrasse. Okay. Und die Leiter liegt auch normalerweise im Garten? Also das ist ihre? Auf dem Boden liegt die normalerweise. Okay, genau. Also gehört zu Ihnen. Hat der Täter jetzt nicht mitgebracht. Okay. Also schon ein bisschen seltsam, ne? Hier ist eine super Terrassentür in der Bude und die gehen direkt auf die Terrasse hoch, ne? Ja, hier kriegst du ja nichts. Ja, okay. Deswegen und oben liegt vernünftig vielleicht am Geländer, müssen wir mal gucken. Vielleicht sind da noch Schuhspuren drauf. Ja. Deswegen schauen wir mal. Okay, dann müssen wir mal reingehen. Das ist ja auch nichts umzäunt hier, ne? Hier unten ist ja wirklich absolut gar nichts betroffen, ne? Die sind wirklich nur gezielt tatsächlich oben. Okay. Ist es dann auch so, dass man oben tatsächlich mehr gefunden hat, als hier, wenn man hier unten eingebrochen wäre? Also hätte man hier... Also okay. Gut. Die Familie war bei einer Feier, als der Einbrecher kam. Sogar die Kinderzimmer. Wo ist denn die Terrasse, wo man reinkommt? Hier. Vorne links. Dann gehe ich gleich mal in die Küche. Genau. Da wir hier am Tatort sind, werde ich mir erstmal jetzt Handschuhe anziehen. Damit wir eben im Falle dessen, weil ich irgendwas anfassen muss, Tür öffnen muss oder sonstiges, eben keine Spuren lege, sondern eben oder nicht selber verursache. Und jetzt schaue ich mir erstmal an, wie eben der Täter übers Balkongeländer gegangen ist, wie eben dort die Spurenlage ist und was wir dort finden. Den Ermittlern fällt sofort auf. In die untere Wohnung hätte der Täter viel leichter eindringen können. Es muss also einen Grund geben, warum er sich für die obere Wohnung entschieden hat. Wir sehen hier eben verschiedene Hebelmarken. Das heißt hier Riefen und Kratzer an dem Bereich, wo die Tür eigentlich geschlossen ist. Da hat also einer irgendwas reingerammt und dann quasi aufgehebelt, sodass diese Tür hier aus den Riegeln raus ist und sich dann einfach öffnet, sodass er sich halt den Zugang verschafft hat. Ja, und dann hat man drin entsprechend gesucht, bis man gefunden hat, was man finden wollte, weil man offensichtlich wusste, dass es das da gibt. Wieso vermuten Sie das? Weil die auffindende Situation des Einbruchs jetzt nicht der übliche ist. Und daher vermute ich, dass der Täter schon wusste, was er suchen muss. Er wusste nur nicht, wo es eben versteckt ist, aber dass es versteckt ist, das wusste er. Und auch... die Gesamtsituation ist eben eine andere. In gewissen kulturellen Hintergründen werden eben die Goldgeschenke, die man zur Hochzeit bekommt, auch zu Hause aufbewahrt. Da wird auch irgendeine Schublade genommen oder die klassische Socke und eben nicht ein Tresor. Dass er es auf Gold und Schmuck abgesehen hatte, bestätigt sich beim genauen Blick in die Zimmer.
Auch subjektive Eindrücke nimmt Erik Heiden mit dem Diktiergerät auf. Also hier ist natürlich auffällig, dass diese Schmuckschatullen natürlich geöffnet sind. Ne? Und ja, die Reisepässe waren anscheinend uninteressant. Auch die türkischen Lira waren völlig uninteressant, die mitzunehmen. Aber das ist natürlich das klassische Versteck von den Geschädigten. Ne? Also die meisten heben ja nun ihren Schmuck in den Kleiderschränken oder im Schlafzimmer auf. Das wird sich schnell in die Taschen gesteckt. Ne? Und dann ist man auch innerhalb von 5 Minuten selbst in so einer Dreizimmerwohnung auch wieder raus. Mit den Taschen voller Gold. So, ich gucke jetzt nach Schuhspuren, die der Täter hier vielleicht verlassen haben könnte. Sieht man natürlich dann auch immer schnell die Staubschicht von den Leuten. Ne? Das wird bei mir sicherlich vielleicht so ähnlich aussehen, ist aber immer gut für die Spurensicherung, weil im Staub kann man immer super Schuhabdrücke dann finden. Ne? Tim Ratacek ist seit über 26 Jahren bei der Polizei, davon knapp 15 beim KDD. Wenn es Spuren gibt, dann entdeckt er sie bestimmt. So auch diesmal. Der Täter scheint unvorsichtig gewesen zu sein. Ich vermute, hier war ein sehr deutlicher Abdruck, ein Handflächenabdruck, dass sich der Täter, der eben die Leiter hochgegangen ist, die Leiter befindet sich hier direkt unter, eben angefasst hat, um sich eben über die Brüstung zu ziehen oder hochzuziehen. Genauso haben wir hier einen zweiten Abdruck, eben, dass der Täter eben tatsächlich angefasst hat, schulterbreit. Das passt eben auch zur Findesituation, auch von der Lage. Ich habe hier einen Handflächenabdruck und ich habe hier Fingerabdrücke unterhalb des Rohres, sodass man wirklich sagen kann, er hat hier so angefasst und es war nicht dieser Griff, sondern es war so ein Griff, dass er sich hochgezogen hat. Der Täter trug offensichtlich keine Handschuhe. Soll ich die Spuren in mein Mäppchen nehmen? Ja. Eine bessere Visitenkarte hätte er nicht dalassen können. Volltreffer. Gut, aber die sehen ja ganz gut aus. Ja, deswegen so. Kriegst du von mir einen QS-Stempel. Das will ich hoffen. Doch auch diese Ermittlungserkenntnisse können das Einbruchsopfer nicht trösten. Neben dem ideellen Wert, der mancher Schmuck natürlich dann hat, sprach sie so insgesamt so von 5.000 Euro Schaden allein an Schmuck. Ne? Es fehlt einiges an Goldschmuck und das ist natürlich dann schnell einige tausend Euro erreicht. Das Problem ist, sie ist jetzt nicht versichert und bleibt natürlich auf dem Schaden dann sitzen. Ne? Genau. Und wie gehen Sie jetzt weiter vor? Warte mal kurz, ist der Taschenlampenlicht? Ist der Einbrecher womöglich noch in der Nähe? Ist das Funkgerät hier? Wir sind ja hier gerade beim jetzt gegenüberliegend im Haus ist jetzt Taschenlampenschein. Wir gehen da mal hin. Ich gebe dir gleich mal die Adresse. Ja, verstanden. Das ist in einer dunklen Wohnung Taschenlampenschein. Das ist jetzt ja nicht so üblich. Kann sein, dass der Bewohner jetzt zu Bett gegangen ist und sich mit der Taschenlampe ein bisschen ins Bett geleuchtet hat. Aber normal ist das eben nicht. Zumindest nicht, wenn ich ins Bett gehe. Ah, da ist er. 20, verstanden. Schönen Tag, Kriminalpolizei. Ja. Haben Sie mit der Taschenlampe eben hier geleuchtet? Nein. In Ihrem Raum? Mein Handy war das, ja, das nicht ausgemacht. Ah, das war das Handy. 20, 50, 28, okay, können Sie vorne mal dem Kollegen die Tür aufmachen? Ja. Okay. Fehlalarm. Für die Mieterin allerdings ein echter Krimi. Okay. Hi. Gut. Dann geht's Ihnen ja soweit gut. Ja, ich zitter nur gerade. Wir wollten nur sicher gehen, dass es Ihnen auch gut geht, weil, wie gesagt, wir haben Taschenlampenschein gesehen, da nebenan wurde eingebrochen und dann dachten wir uns mal, wir gucken mal nach dem Rechten. Ist das Ihnen gerade passiert? Ja, jetzt heute Abend. Ja. Machen Sie es gut. Ne? Okay. Tschüss. Ciao. Der Schmuckräuber ist bislang noch nicht gefasst. Die Kriminalisten des KDD sind immer die ersten Ermittler am Tatort. Später übergeben sie die Fälle dann den Fachkommissariaten. Ja, hallo? Ja, ich bin Ines. Hi. Hi. Ich habe einen Einsatz für euch. Okay, schieß los. Also wir haben einmal einen ungeklärten Todesfall. Okay. Da hat sich Frau aus Stade macht sich Sorgen um ihre Freundin. Die ist, warte mal, 83 und man telefoniert morgens und abends immer und dann hat man sie heute Morgen nicht erreicht und wir haben sie so ohne Vitalfunktion haben sie so aufgefunden und Notarzt alle vor Ort. Ihr fahrt bitte schon mal in die Richtung. Okay. Wir warten auf euch. Alles klar. Ja, wir fahren hin. Jo, wir sind auf dem Weg. Ja. Ein natürlicher Tod oder womöglich eine Straftat. Das zu klären ist der Job des KDD. Oh. Plötzlich kommt es zu einem unerwarteten Zwischenfall.
Ich mach das sonst. Machst du? 7538, hier. Wir sind hier Richtung Langenhagen, fahren Walderstraße hoch, Langenhagen hoch. Und da ist der LKW-Fahrer gegen die Brücke geknallt, die Autobahnbrücke oben. Über Funk fordern sie sofort Verstärkung an. Die Unfallstelle muss abgesichert werden, damit nicht noch mehr passiert. Steigen Sie mal raus. Der ungeklärte Todesfall muss warten. Wir sind auch umgehend geknallt, ne? Das wissen Sie, ne? Okay. Sprechen Sie Deutsch soweit? Nicht gerne. Ein bisschen, ja, okay. Haben Sie noch Fahrzeugschein da? Für den Schaden an der Brücke wird der LKW-Fahrer aufkommen müssen. Ein paar Zentimeter kommen ihm teuer zu stehen. Nicht was bis zu hoch bis. Okay. 5 Zentimeter. Aber nicht schreiben, wie viel Meter. Ja, es kommt davon, wenn da keine Durchfahrtshöhe dran steht. Ne? Kann er nicht wissen, dass er nicht durchpasst. Da muss man es halt probieren. Ziemlich hoch beladen. Ja. Ja. Aber die Brücke ist schon gesehen, ist. Hat zwei mitgekriegt? Ja, ein paar Kratzer. Das war nicht der erste, ne? Das, genau, da kannst du gar nicht mehr sehen, ob der jetzt frisch oder alt war. Oh ja. Die Kollegen vom Streifendienst übernehmen. Kurze Übergabe. Hi. Hi, alles klar. Ja. Genau. Das ist der Fahrer, hat er mir schon mal gegeben. Hat vorher noch leicht verzögert und dann sich doch entschlossen durchzufahren. Ja. Es zumindest zu probieren und hat nicht geklappt. Ja, gut. Wir schauen mal. Na, alles klar. Klar. Vielen Dank, ne? Macht's gut. Ciao. Das ist unglaublich, oder? Da nur gefehlt, dass das Ding hinten runterfällt mit Plump. Weiter geht es zu Ihrem eigentlichen Fall. Aber müssen Sie sonst auf alles reagieren, was Sie sehen? Ja, es steht ja nicht Bäcker an der Tür. Ne? Also es ist ein Polizist und entsprechend müssen wir dann halt auch tätig werden, wenn wir etwas sehen, was nicht der Norm entspricht. Ne? Das ist so. Und dann müssen wir halt auch einschreiten. Mit etwas Verspätung erreichen Tim Ratacek und Erik Heiden die Wohnung, in der die Tote an diesem Morgen gefunden wurde. Die Notärztin erwartet sie schon. So, dann machen wir es kurz. Ja. So, was ist passiert und warum sind wir hier? Da die Tür dann auch nicht geöffnet wurde, mussten die Kollegen durchs Fenster und haben dann die Dame im Wohnzimmer auf dem Boden liegend vorgefunden. Okay. Und sie quasi dann gerufen, um... Genau, eventuell noch mal es zu. Es waren schon sichere Todeszeichen vorhanden und ich bin jetzt nur noch mal dazu gekommen, das noch mal zu formalisieren und den ärztlichen Stempel da drauf zu setzen. Gut. Jawohl, die Todesbescheinigung ist drin. Ich komme gerne auch kurz in den Moment rein. Woran starb die ältere Dame? Die Ärztin konnte die Ursache nicht eindeutig feststellen. Tim, die lag aber in Bauchlage gefunden. Sie lag in Bauchlage, wurde halt quasi einmal jetzt umgedreht. Okay, ja, nur nicht. Sonst sind die Leichenflecken hier auf der falschen Seite. Ich bin dann gleich nochmal bei dir. Immer wieder bleiben Gewalttaten unentdeckt. Es gehört deshalb zu den Aufgaben des KDD, nach möglichen Hinweisen zu suchen. Ich mache mir jetzt erstmal einen ersten Eindruck über den Leichnam und die Auffindesituation, ob das soweit passig ist. Und jetzt geht es halt los, den Leichnam komplett zu entkleiden. Das müssen wir. Dazu sind wir gesetzlich verpflichtet. Anders geht es ja auch nicht, wenn da Kleidung ist und das berühmte Messer steckt da noch drin oder irgendwelche Einstichstellen. Das würden wir logischerweise nicht sehen. Deswegen müssen wir jetzt den Leichnam dann entkleiden. Findet er etwas Ungewöhnliches, gibt er den Fall an die Mordkommission weiter. Auffällig ist natürlich, dass vor allem der Leichnam im Bauch-Kopfbereich blau ist, was wiederum zur Auffindesituation nicht passt. Aber wir haben ja die Information, dass der Notarzt bzw. die Notärztin den Leichnam gedreht hat. Und somit entspannt sich das quasi wieder, weil so wäre jetzt das nicht lagegerecht, die Leichenflecken. Und wir wüssten, dass nach dem Tod irgendjemand noch in der Wohnung war und den Leichnam gedreht hat. Auch die Wohnung wird genau unter die Lupe genommen. Gründlich, aber mit Respekt für die Verstorbene. Wir schauen eben nach Hinweisen, die uns Anlass geben, ein Verbrechen zu vermuten, so in der Art. Das heißt, wir schauen, gibt es eben Wertgegenstände, die üblicherweise da sind, die auch jetzt noch da sind, wie wir hier sehen, eben offensichtliche Goldringe oder eben Silberringe, also offensichtliche Werte und Schmuckstücke, die vielleicht ein Räuber oder jemand, der gewaltsam in die Wohnung eingedrungen ist und vielleicht eben die Dame vielleicht auch getötet hat, mitgenommen hätte.
aber eben so wie es hier ist, die Lage ist sehr deutlich. Die Sachen sind da, wo sie hingehören. Die Geldbörse ist da, das Geld in der Geldbörse, die hat man auch nicht entwendet. Also wir haben keinerlei Hinweise hier in diesem Ding jetzt, dass ein Verbrechen stattgefunden hat, sondern dass es eben eine Krankheit ist, der die Dame zum Opfer gefallen ist. Fälle wie dieser. Trauriger Alltag für die Beamten des KDD. Zeit zum Luftholen bleibt ihnen aber häufig nicht. Tim und Erik, ich hätte mal einen Einsatz für euch. Wir haben in der Wache Hauptbahnhof ist im Prinzip ein Opfer erschienen. Die hat gesagt, sie hat einen Chatfreund seit kurzer Zeit. Das soll augenscheinlich ein Franzose sein. Sie ist aufgrund dessen heute da erschienen, weil sie erpresst worden ist von ihm. Sie soll 500 Euro bezahlen. Und zahlt sie die nicht, stellt er Nacktbilder und andere Bilder nicht bei ihren E-Mail-Freunden vorher. Genau, beim ehemaligen Chef ein und generell, also ne, verbreitet die übers Internet und so weiter und so fort. Also sprich eine klassische Erpressung. Und darf ich euch bitten, dass ihr nochmal hinfahrt. Ja? Schauen wir mal, was sie so zu sagen hat und wie denn dieser Kontakt zu dem netten französischen Menschen stattgefunden hat. Es kommt halt öfter vor, dass wildfremde Menschen einfach eine Freundschaftsanfrage schicken. Urplötzlich die Liebe des Lebens entdecken und es auch geglaubt wird. Und immerhin hat sie jetzt zumindest die Polizei schon mal aufgesucht, bevor sie 500 Euro geschickt hat. Und nicht wie beim letzten Mal die 100.000 Euro überwiesen hat und das halbe Haus ist weg. Und, was ich aber auch nicht verstehe, wenn ich die Person nicht kenne, warum schicke ich der dann Nacktbilder von mir? Ne? Das ist Liebe, weil man sich gegenseitig eben, da rutscht gerne. Das Herz halt in die Hose. Und das sind nicht nur die Männer, die da betroffen sind. Offensichtlich nicht, ne. Immer häufiger versprechen sogenannte Romance-Scammer online die große Liebe. Wollen aber nur an das große Geld. Hallo, mein Name ist Heiden. Wir sprechen gleich mal ein bisschen miteinander. Und dann können Sie noch mal erzählen, was Ihnen widerfahren ist. Die Kollegin hat ja schon ein bisschen vorgearbeitet, mir sagen lassen. Und dann gucken wir mal, wie wir das machen. Erzählen Sie mir einmal, wann der Kontakt zustande gekommen ist und über welches Format? Das muss ungefähr, also so am dem 10. Februar rum, habe ich auf LaVou, diesen Jahres. Ja, wir haben die ganze Zeit geschrieben und dann fing er eben halt an auch, also er wollte eben halt hier nach Hannover ziehen, weil er ist Witwer und er hatte noch mal zwei Beziehungen und das war nichts. Und ja, und er hat mich gesehen schon vor 7 Monaten, meinte er so, und ich wäre ja seine große Liebe. Hier in Hannover hat er sie schon mal gesehen? Nein, auf LaVou. Was können Sie mir noch über den erzählen, was er so von sich preisgegeben hat? Ja, wie gesagt, dass er einen Geschäftspartner hat. Da hat er mir auch noch ein Bild von geschickt, von seinem Geschäftspartner mit seiner Verlobten. Haben Sie das noch? Ja, ich habe alles noch. Also das ist er. Ich war verliebt und dann, wie gesagt, zum Geburtstag habe ich ihm ein Nacktbild von mir geschickt mit einer roten Schleife rum. Und dann heute dann entschieden, zur Bundespolizei zu kommen? Ja, aber ich habe gestern Abend, weil wie gesagt, ich ja 4 Wochen, wirklich, die haben mir mein Gehirn weggenebelt. Ich war so angespannt und alles, weil echt, was ist los? Und über meine Freunde haben schon gesagt, du bist sowas von unerträglich. So, und er wollte jetzt ja definitiv heute kommen, hier nach Hannover. Und wir wollten dann uns unsere Wohnung kümmern und all sowas. Und gestern hat er mir dann ein Bild geschickt, wo er im Krankenhausbett liegt so, und auch noch winkt. Also, und dass er Geld haben will. Also, und dann war für mich klar, Isik, du bist so dämlich. Ja. So dass das eben alles fake ist. Das ist halt, dass sie natürlich immer einen Grund vorschieben, warum man eben Geld braucht. Ne? Ob es eben die eigene Krankheit ist, dass man im Krankenhaus ist. Oder meistens ist es auch irgendein Familienangehöriger, Kinder eher selten, ne? Sondern eben Mutter, Vater, Bruder, Schwester, irgendwer ist im Krankenhaus mit einem Unfall, was im Ausland ja teuer ist. Man hat da selber keine Krankenversicherung und dann benötigt irgendwer irgendwas Geldmäßiges. Also das ist jetzt quasi die Übersetzung. Sie haben mit ihm ja auf Französisch kommuniziert, ne? Beziehungsweise er hat auf Französisch geschrieben und Sie haben sich das dann übersetzen lassen. Ne? Ja. So, genau. Ich gebe bis morgen früh, um mir 500 Euro zu senden, sonst teile ich alle Ihre Nacktfotos, die Sie mir gemacht haben, sowie Ihre Nacktfotos, hat auch die Adresse des Hotels, wo Sie arbeiten, und es wird das Ende für Sie sein. Totaler Ruin und Scham, Sie gehen, um alles zu verlieren. Ja gut, dann droht er Ihnen natürlich an, wenn Sie nicht zahlen,
dass er dann alles öffentlich macht, was sie ihm mal geschickt haben. Ja, ne? Das ist ja eigentlich schon eindeutig. Ich habe vorhin nochmal irgendwie hier war geschrieben und da hat er mir geschrieben und zwar. Das ist jetzt auch wieder über Skype alles, ja? Ja, das hat er mir vorhin geschrieben, dass ich. Ja, das hat er geschrieben. Du weißt, was du bist, eine Frau, die nicht in der Lage ist, meinen einen Mann glücklich zu machen. Jetzt setzt er sie quasi so ein bisschen unter Druck, ne? Um noch ein bisschen mehr. Das ist eben die klassische Vorgehensweise, dass jetzt der Druck weiter aufrecht erhalten wird. Das heißt, er versucht noch weiterhin irgendwas zu schreiben. Rein praktisch ist es so, dass wir als Polizei eben nicht verhindern können, dass er die Fotos eventuell an die Kontakte streut oder eben die Videos. Das lässt sich nicht vermeiden. Selbst wenn Sie Ihren Account jetzt löschen, hat er ja trotzdem die ganzen Kontaktdaten dort eben rausgezogen. Die arbeiten eben hochprofessionell, die Jungs. Da wird nebenbei auch Protokoll geführt, deswegen weiß er auch immer noch, wo sie gearbeitet haben, wie ihr Vater hieß und wie er ist, was sie ihm erzählt haben. Das wird alles dokumentiert und dann entsprechend dort aufgeschrieben. Da können wir jetzt leider nichts machen. Die Profile sind immer gefälscht, die verwendeten Fotos geklaut. Ich wollte es nicht haben, darum habe ich mich auch schon teilweise mit meinen Freunden gestritten. Und Mann, ich bin seit 5 Jahren Single, ich bin, hatte eine 16-jährige Beziehung unter mir. Und ich habe gedacht, so, ach, das ist, macht Spaß, mit denen zu schreiben. Und weil der auch so teilweise, ja mal so, also einen vom Himmel so alles holt, ne? So, aber jetzt ist vorbei. Jetzt sind, es hat sich ausgerobert. Versuchen Sie sich trotzdem noch einen schönen Nachmittag zu machen, ne? Genau. Ja. 500 Euro sind gespart und die anderen 3000, die er nächste Woche gefordert hätte, erst recht. Ende einer Liebe, die es nie gegeben hat. Hier mal lang. Klassiker, ne? Ja. Und reingefallen. Wie man es kennt, aus dem Lehrbuch. Meist stecken hinter dieser miesen Masche professionelle Banden. Sie zu überführen, gelingt nur selten. Für uns als Polizei ist es schwer, an die Täter zu kommen. Das muss man nun mal so sagen. Das Internet ist natürlich international. Und entsprechend müsste man mit anderen Ländern zusammenarbeiten, um Daten, um IP-Adressen zu bekommen. Und das ist schwierig. Wir hatten halt das Glück, dass sie im Endeffekt solo war. Ne? Also sie hat nicht viel zu verlieren für sich. Vielfach eben, wenn Männer dabei sind, also die haben eben noch Familie da im Hintergrund. Ne? Und die Frau darf das nicht wissen und die Freunde schon gar nicht. Ne? Und da sind dann eben noch empfänglicher, eben, um dieses zu vermeiden, dann auch eine Zahlung zu tätigen. Ne? Also das ist schon einfach auch ein Markt, der einfach da ist, der auch bedient wird. Auch von den Opfern, wo man sagt, Mensch, wenn du jemanden in der Bar nebenan triffst, den zeigst du auch nicht nach 2 Stunden schon die Videos von deinen Geschlechtsteilen. Ne? Das ist immer so, wo man sagt, würde ich das im realen Leben auch tun, was ich hier tue? Das ist eben, dass das Internet diese Distanz darstellt und jeder fühlt sich da sicher, was es aber definitiv nicht ist. 75 Mitarbeiter sind für den KDD in Hannover dem Verbrechen auf der Spur. Viele verbindet mehr als eine professionelle Beziehung. Die langen Schichten schweißen zusammen. Das ist schon so, dass zwangsläufig eine zweite Familie hier dienstlich sozusagen entsteht, mit dem man ja Nächte und Tage verbringt und auch Wochenende und auch Weihnachten natürlich. Ne? Wenn alle anderen bei der Familie sind, dann hängt man mit seinen Kollegen hier rum. Wir haben das Glück in unserer Schicht, verstehen wir uns eigentlich alle ganz gut, sodass wir eigentlich, wir sind eine zweite Familie, alle zusammen. Ne? Noch lassen sich Job und Privatleben für den 29-Jährigen gut vereinbaren. Bei Tim Ratacek war das nicht immer so. Polizisten sind sehr hoch in der Scheidungsrate vertreten, wenn man die Statistiken sieht. Das ist schon beruflich bedingt einfach. Wenn man eben schaut, dass eben junge Kollegen auch anfangen im Schichtdienst oder jeder im Schichtdienst, was eben belastend ist, gerade für das soziale Umfeld. Man ist einfach rausgenommen, wenn dann Partys sind am Wochenende, na sorry, ich muss arbeiten. Wenn irgendwelche Feten sind, sorry, ich muss arbeiten. Wenn irgendwelche sonstigen sozialen Kontakte, sei es Sportverein, der regelmäßig da ist, auch da, sorry, ich muss arbeiten. Dann kriegt man spätestens nach der 4. Frage keine Frage mehr, sondern man ist sukzessive einfach ausgegrenzt und nimmt nicht mehr so am Leben teil. Und ich sage mit Sicherheit auch, dass eben meine erste Beförderung hat mich meine erste Ehe gekostet. Also das ist meine feste Überzeugung.
wo ich da die Schwerpunkte eben falsch gesetzt hatte oder zu dem Zeitpunkt richtig für mich. Aber eben für die soziale Beziehung war es eben Gift und somit ist sie dann auch eben kaputt gegangen. Tim! Ja? Deine Pizza ist fertig. Also super, dann komm rein. Du kriegst aber die vegetarische. Ah, alles klar. Du wolltest. Veggie. Mit ja. Veggie bin ich Freund. Aber ich habe dir auch hier ein Lätzchen mitgebracht. Na super. Mich würde mal interessieren, wenn der Typ sie heute wieder angeschrieben hat, ob sie nicht doch wieder geschrieben hat. Weil sie hat ja so gesagt, ne? So, sie ja, mag es ja mit ihm zu schreiben und so. Ja, die ist auch sehr temperamentvoll. Ne? Ich würde ihm schon sagen, was er für ein Idiot ist. Mhm. Also das schon. Vielleicht sagt sie auch noch, dass sie bei der Polizei war und dann. Das ist möglich. Mhm. Sagt, dass er ihn halt in Ruhe lassen soll. Aber ja, ich erinnere mich da eben an den Fall, ne, dass die auch Anzeige erstattet hat, die. Und es nicht glauben wollte. Opfer und es nicht glauben wollte. Ne? Die ist hier noch rausgegangen, 250.000 Euro überwiesen nach Südafrika und konnte immer noch nicht glauben, die war immer noch verliebt und hat es nicht verstanden, dass das nicht der Mann ist, der sie heiraten will. Es ist kurz vor drei, als ein brennendes Auto gemeldet wird. Ratacek und Heiden dürfen keine Zeit verlieren. Womöglich ist ein Brandstifter in ihrem Einsatzgebiet unterwegs. Ob es nur Missgunst ist, ob es die Linksalternative Südwestfront alt gegen neu oder reich gegen arm ist oder wie auch immer, was weiß ich, welche Leute da eben der Meinung sind, dass sie PKWs anstecken müssen, ob es eben irgendwelche Protagonisten sind, die eben der Meinung sind, als Fußgänger muss ich durchgehen, deswegen hat das Fahrzeug da nicht zu suchen. Es gibt dann vielfältige Möglichkeiten, sich seinem Unmut zu äußern und eben die Fahrzeuge anzustecken. Und da das nun mal des Deutschen liebstes Kind ist, ist man eben vielfach auch der Meinung, dass man dann eben den Fahrzeugbesitzer damit ganz böse trifft, was im Individualfall natürlich auch der Fall ist. Noch kennen Sie die Hintergründe des aktuellen Falls nicht. Die Fahrt führt in eine ruhige Wohngegend. Und auch da, hier blinkt er. Das raucht er sogar noch. Boah, mockert jetzt schon. Kann sich Klamotten gleich wieder waschen. Was ist denn das für ein Auto? Skoda Fabia, ne? Mahlzeit. Hallo. Oft haben es Brandstifter auf Luxuskarossen abgesehen. Doch das ist hier nicht der Fall. Wir kühlen jetzt den Wagen noch runter. Also löschen, die Flammen sind soweit unter Kontrolle, aber wir haben noch Temperatur. Und diese Temperatur kühlen wir jetzt eben runter, damit ein erneutes Entfachen der Flammen eben nicht möglich ist. Das kann durchaus passieren. Wir haben immer noch Betriebsstoffe, man riecht es vielleicht auch. Die können sich immer noch entzünden durch heiße Metallteile. Der Besitzer des Autos wohnt genau gegenüber. Als er den Brandgeruch bemerkte, war es bereits zu spät. Gott sei Dank. Meine Kinder nicht weiter drin. Das Feuer ist gerade gelöscht, da beginnt schon die Arbeit der Kriminalisten. Man erkennt es hier sehr gut. Hinten hat es angefangen zu brennen. So wie es aussieht, eben irgendwo mittig des Kofferraums, hat sie dann durch den Innenraum nach vorne durchgefressen. Das ist eben gerade bei der Feuerwehr, geht eben Gefahrenverhütung vor Strafverfolgung. Das ist so der alte Grundsatz. Polizeilich würde ich sagen, lasst das Ding bloß in Ruhe, macht es nicht kaputt, wir wollen es angucken. Aber eben die Gefahrenabwehr steht hier im Vordergrund, wenn es nochmal anfängt zu brennen, eben auch die Batterie, die noch unter Saft stehen kann, der ganze Strom, der drauf ist, das muss erst abgeklärt werden, damit das ruhig ist, damit man dann gucken kann. Und auch deswegen ist es wichtig, dass wir vor Ort sind, um zu sehen, was war vorher, bevor alles kaputt gegangen ist. Ja. Ja. Welchen Kilometerstand hatte Ihr Auto? Wissen Sie das ungefähr? Ja, 148 gefahren. 148.000. Vieles spricht gegen einen technischen Defekt und für Brandstiftung. Sehr schwer, weil ich habe seit einem Monat gekauft. Seit einem Monat. Ich habe geguckt, aber kann man nichts machen. Schade. Die Versicherung wird den Schaden vermutlich nicht übernehmen. Für Tim Ratacek und Erik Heiden geht die Schicht nach 12 Stunden zu Ende. Sie haben erstmal Feierabend. Das Verbrechen wird sich keine Auszeit nehmen.